Es ist Zeit für TTN World Breaking News. Kobra spuckt Gift ins Auge von Rettungshelfer. Eine siamesische Speikobra spuckte am Donnerstag, 4. Mai 2023, in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten Thailands einem Katastrophenschutzbeamten Gift in die Augen. Rettungskräfte reagierten schnell und konnten sein Leben und sein Augenlicht retten. Um 19.40 Uhr wurde die Rettungseinheit Hog 31 informiert, dass jemand im Dorf Ban Thanot, Mo 2, unter Bezirk Ban Pho, Bezirk Muayang, von einer Kobra angespuckt wurde, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thairat. Die Rettungskräfte eilten zum Tatort, wo sie den 49-jährigen Kriensak K., einen in Ban Pho stationierten Beamten des Department of Disaster Prevention and Mitigation, unter unerträglichen Schmerzen vorfanden. Auf dem Boden lag eine tote, 1 Meter lange siamesische Speikobra, Naya siamensis. Mit einem Verband um sein linkes Auge erzählte Khun Kriensak den Reportern, was passiert war. Er sagte, er habe vor seiner Nachtschicht geduscht, als sein Kollege ihn bat, ihm zu helfen, eine Schlange im Haus eines Dorfbewohners einzufangen. Khun Kriensak sprang aus der Dusche, schnappte sich seine Schlangenfanghandschuhe und eilte zum Tatort. Als er ankam, fand er die Kobra auf einem Besen liegend vor. Er griff mit einer Zange nach dem Körper der Schlange und reichte die Zange an seinen Kollegen weiter. พอดีชาวบ้านโรงเรียนมาครับว่ามีงูเข้าบ้านแล้วพอดีผมไม่ได้อยู่สำนักงานผมกลับบ้านจะมาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็จะไปเข้าเวรต่อพอดีเพื่อนกันโทรมาเขาว่าเขามีคนไปตามที่บ้านมีงูเข้าบ้านแต่ไม่ทราบชนิดถ้าได้เห็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นงูเห่าช่วงที่จับคือผมคีบเสร็จใช้ตัวคีบเมตร 50 คีบเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนมาจับแล้วเพื่อผมจะได้ไปหาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาจับที่หัวมันแต่ช่วงที่จะคีบที่หัวนะแผลแม่เบี้ยออกมาแล้วก็พ่นเลยพอผมเห็นแผลแม่เบี้ยผมก็เตรียมตัวจะหลบแต่หลบไม่ทันก็เลยโดนเข้าที่ตาใช่แต่ที่ผมโดนคือโดนช่วงละอองมันครับไม่ได้โดนเต็มๆครับผมแล้วทีนี้พอโดนเสร็จอาการนี้เป็นยังไงครับตอนนั้นจะแสบตามากแล้วทีนี้เราทำไงต่อครับตอนนั้นก็ผมก็โทรปรึกษาหมอ169แล้วก็แนะนำมาให้เอาน้ำเปล่าล้างเราก็ล้างไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับระหว่างอยู่บนรถพยาบาลก็ล้างตลอดจนถึงโรงพยาบาลโชคดีมากครับครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเจอแบบจะมีพิษหรือไม่มีพิษทางที่ดีเราแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาชำนาญนะครับผมจะมาเป็นร้อยๆตัวผมก็ยังโดน Als Khun Kriensak versuchte, den Kopf der Schlange zu fassen, spuckte die Kobra Gift in sein Auge. Er rief sofort die Nummer 1669 an und bat um Rat, was zu tun sei. Khun Kriensak wurde geraten, seine Augen mit Salzwasser auszuwaschen und so schnell wie möglich ein Krankenhaus aufzusuchen. Der verletzte Mann erklärte weiter, dass er als Katastrophenschutzbeamter schon hunderte von Schlangen gefangen habe. Er sagte, dass die meisten Schlangen in der Gegend Kobras seien, aber auch Pythons gelegentlich vorkämen. Er fügte hinzu, dass er in seinem Leben schon viele Kobras gefangen habe. Khun Kriensak führte fort, dass er, weil er in Eile war, nicht die gesamte persönliche Schutzausrüstung dabei hatte, die er normalerweise trägt, wenn er eine giftige Kobra fängt. Normalerweise trägt er eine Maske oder eine Brille, um seine Augen vor spuckendem Kobragift zu schützen. Jetzt weiß er wieder warum. Egal, wie viele Schlangen man schon gefangen hat, gegen Kobragift ist man nie immun. Der Schlangenfänger sagte, dass er die Menschen davor warnen wolle, auf eigene Faust zu versuchen, eine Schlange zu fangen. Er sagte, dass selbst er, der viel Erfahrung mit Schlangen hat, sich verletzt hat. Bitte liken, teilen, abonnieren. YouTube-Kanal TTN World. Und verpassen Sie nicht die neuesten Nachrichten. Danke fürs Zusehen. Kob Kun Ka.